Recht herzlich willkommen zur 26. Folge von Planet Nomads. Ja, ist eine neue Version 0.7.4 und wir brauchen jetzt Ressourcen, haben wir ja festgestellt. Dann schauen wir mal, wo die sind. Laufen wir mal los. Gehen wir hier lang. Was ist das hier? Irgendwie eine Frucht oder was? Sieht aus wie eine Steckrübe oder was. Ist aber nichts, nur Biomasse. Okay, dann gehen wir weiter. Gucken wir von hier oben mal, wo es da ist. Okay, da ist nur Wasser. Und das sind so Pflanzen, die können wir ernten, oder? Oh, zup, falsche Taste war das, ne? Haben wir das versaut. Und hier. Ernten geht halt mit E und nicht mit der linken Maustaste, ne? Doof gelaufen, ne? Ja, da wird wohl nichts mehr wachsen, ne? Das war dann wohl kaputt. Schade. Gut. Man braucht mal Ressourcen. Was ist dieses hier auf der Erde? Ist das vielleicht was? Buddeln wir mal. Nö, kommt nichts raus. Nichts Besonderes. Gut. Geht da unten noch was? Auch nicht. Gut, weiter. Da ist auch nichts. Hakt das Programm einmal. Gehen wir weiter. Das sind dicke Bäume. Riesengroße Dinger, ne? Irgendwo ist da gerade so eine Melodie zu hören. Ist hier irgendwo einer? Was ist das da oben? Gehen wir da mal hin. Was ist das? Na, ich glaube, da gehen wir mal hier lang erst. Ist da vielleicht was zum Abbauen? Sieht so ein bisschen so aus hier, ne? Oder? Gucken wir mal. Nö, nix. Tiefer auch nicht. Da, nee, nicht wirklich. Jo, Batterie leer. Gut, gucken wir hier nochmal. Oh, da ist ein Gorilla oder sowas. Dann gehen wir mal besser zurück. Und kommt er noch hinterher oder eher nicht? Gucken wir mal. Ah, da oben ist er noch. Geht aber langsam. Gehen wir mal zurück. Da links ist noch einer. Und hier ist ein Baum im Weg. Dann nebenher. Gut. Hier ist niemand. Da oben ist ein Stein oder Fels. Dann gucken wir mal, ob wir da was rauskriegen. Kommen wir erstmal hier einmal hoch. Ja, da sind auf jeden Fall Ressourcen drin. Oh. Inventar ist voll. Das ist richtig doof jetzt, ne? Eisen haben wir. Ja, toll. Sollen wir das mal hier lassen? Ich glaube, das lassen wir hier, das finden wir überall. Dann können wir auf jeden Fall das Eisen mitnehmen, ne? Gut, das geht das auch nicht, ne? Können wir noch irgendwas hier lassen? Nicht wirklich, ne? Nee, gehen wir so zurück und laden mal was ab und dann geht's weiter, ne? Wo müssen wir denn lang jetzt? Nee, hier nicht. Da lang. 59 Meter ist die Kapsel und was ist das andere für ein Zeichen? Hier lang.
ist die Kapsel, hier ist unser Zuhause. Aber da oben das Zeichen ist 1600 km, also 1600 Meter weg. 1,6 km natürlich. Aber was ist dann da hinten? Wissen wir nicht, was das ist, ne? Hm. Gut. Außen zum 3D-Drucker müssen wir nicht hier rein. Ja. Dann müssen wir ein bisschen was produzieren. Das Eisen haben wir jetzt. Das da rein und schon geht was. Läuft, ne? Wir machen das mal hier rein und das auch. Lagern wir mal hier zwischen, ne? Ja, sind noch 3 Felder frei, dann geht das alles hin, oder? Na, das macht er natürlich nicht. Auch schön. Das da rein. Das auch. Gut. Die gehen jetzt nicht rein, ne? So, dann lass uns mehr von dem Zeug holen, was wir eben abgebaut haben. Die Container da. Gut, auf dem Weg. Da oben ist der Stein, man sieht ihn von hier. Fängt an zu regnen. Und hier hoch müssen wir. Wo sind denn jetzt hier die Container bitte? Ah, da ist einer, okay. Aber nur die Biomasse. Nehmen wir. Und wo ist jetzt der andere Container? Da waren noch 2. Carbon war das, glaube ich, ne? Also Kohlenstoff. Hm, komisch. Jetzt gibt es auf jeden Fall wieder was. Carbon und Eisen. Kohlenstoff und Eisen ist es. Tja. Da ist Carbon. Kohlenstoff. Gucken wir nochmal hier oben. Da unten ist unsere Rettungskapsel. Jo. Machen wir. Gehen wir da lang, oder? Dann da mal hoch. Gucken, ob wir von da oben was sehen können. Hier ist irgendwie nichts zum Glück. Also auch nichts Böses. So, dann hoch. Okay, eine Ebene oder was? Aber nichts zu sehen. Nehmen wir mal die Anhöhe noch hoch. Okay, wir werden müde. Und durstig sind wir auch. Und da blitzt ein Stein. Beziehungsweise ein Felsen. Gut. Dann bauen wir den mal ab, wa? Keiner hier, oder? Nö. Gut, dann mal ran. Jo. Silizium ist auch noch dabei. Ja, geht was, ne? Und nochmal. Einmal geht noch. Oh, sogar zweimal. Nochmal. So, jetzt ist er wohl weg. Ja, unter der Erde ist nichts. Nö, da ist nichts. Gut. Gehen wir hier hoch nochmal. Und hier ist nirgends was zu sehen, ne? Ich glaube, wir gehen da nochmal hoch, gucken von da oben weiter. Da ist auch Wasser. Und da unten ist ein Fels. Ist so einer, oder?
Da unten am Wasser auch nochmal. Okay. Ja, da können wir noch einiges aufnehmen, denke ich mal. Das nehmen wir noch einmal auf mit 20, 37, 33. Ja, muss gehen. Okay, rechts, was ist das Schwarze da dran? Sieht so ein bisschen komisch aus. Keine Ahnung. Aber hier sind auf jeden Fall Rohstoffe dran. Oh, reichlich. Aber auch nur beim ersten Mal. Ja, danach immer nur 2, 2, 2. Passt irgendwas nicht, aber egal. So, nochmal. Und noch ein. Dann ist es weg sein, oder? Ne, ist noch ein Mini. Jetzt ist aber weg. Gut, den Stein da unten, den holen wir beim nächsten Mal, aber das brauchen wir jetzt nicht. Gehen wir erstmal zurück. Richtung Kapsel. Ja. 160 Rundwegmeter. Wenn es denn Meter sind. Entfernungseinheiten wäre jetzt das bessere Wort wahrscheinlich. Ja. Läuft, ne? So, da hinten irgendwo hin. Hier lang ist richtig, denke ich mal, ne? Da ist die Kapsel. Aber wir müssen ja an unserer Basis. Ja, essen, trinken müssen wir und dann müssen wir noch ein paar Klamotten bauen. Und dann müssen wir unser Häuslein weiterbauen. Denken wir, wir gehen erst zum 3D-Drucker. Schmeißen den an. So. Das packen wir da rein. Kohlenstoff und jetzt, guck mal, der Kohlenstoff passt gar nicht alles rein, ne? Voll. Nehmen wir die Rahmen raus. Packen den Kohlenstoff in den zweiten Slot. Passt. Teile wieder nehmen. Oh, da war noch zweimal mehr drin, ne? Einer geht noch. Was machen wir mit den Elektroteilen? Wie kriegen wir die raus? Packen wir da einen Container, ne? Raus, da rein. Und was tun wir da rein? Das Fleisch? Ne, das Fleisch nicht. Was machen wir da rein? Hier, das dreckige Wasser, oder? Ja, komm. Gut. Das können wir die elektronischen Teile noch rausnehmen und dann können wir produzieren auch, ne? Gut, Rahmen. 5 haben wir. Lassen uns noch welche dabei machen. Zähne. Platten. Auch Zähne. Glaskomponent. Machen wir 5 oder so. Ja, 5 reichen. Da können wir auch ein paar von gebrauchen. Zähne. Kompositteile. Fehlt uns Biomasse. Okay. Die haben wir aber noch hier. Da rein. Und dann machen wir da ein paar von. Okay, so viele gehen nicht. 4 gehen. Machen wir die. Was haben wir hier noch? Fabric. Ja, machen wir auch noch welche. Machen wir die auch noch. Gut. Läuft. Hier können wir schon rausnehmen. Noch einer. Dann
gehen wir nochmal an den Container da in der Zeit. Die Samen können da auch noch rein. Und da essen wir schon was von. Dann können wir noch trinken. Passt. Noch mehr essen müssen wir. Wunderbar. Ja, müssen wir was haben, damit das Symbol weggeht. Abklingzeit. Jetzt. Gut. Läuft. Einer geht noch, komm. So, dann gehen wir wieder in den Drucker. Nehmen die Rahmen raus. Und die Platten. Noch eine. Alles gut. Ja. Hier hat irgendwas nicht geklappt, ne? Das müssen wir dann nochmal anstoßen. Die Reihe ist nicht so groß, ne? Machen wir wie viel davon? 5. Dann die. Machen wir 4. Ja. Und die fehlen noch, die können wir noch nicht, weil da unten noch kein Platz frei ist. Müssen wir gerade warten. Das können wir schon rausnehmen und die Teile auch. Obwohl, die werden noch produziert. 2 Sachen mehr brauchen wir noch. 2. Einer noch. Gut. Und jetzt können wir hier diese letzten Sachen noch machen. 5 gehen nicht, 4 gehen. Gut, passt. Läuft auf jeden Fall. Können wir ins Haus gehen. Schon dunkel geworden. My sensors show you are slightly thirsty. Okay, jetzt sind wir durstig. Klumpen wir da wieder rein, ja. Dann können wir hier das mal gerade fertig machen. So, jetzt ist alles zu. So, dann schauen wir mal. Können wir schlafen gehen? Ja, machen wir mal, ne? 8 Stunden schlafen und alles ist gut, ne? Regenerieren. Wunderbar, passt. So. Uns geht's gut wohl. Falsche Taste. E für aussteigen, nicht Escape. Gut. Ja. Jetzt können wir was zu essen machen. Na, das Wasser ist unten irgendwo. Geht nicht. Und dann machen wir noch Biomassezeug hier. Da haben wir 2 von noch und dann machen wir da. Ach so, es geht jetzt auch nicht. Gut, da können wir Früchte von raus machen. Das Fleisch können wir da reinlegen. Ah, das haben wir jetzt nicht. Da brauchen wir noch Kräuter, um das zu machen, okay. Dann lassen wir erstmal so. Gut, wieder raus, oder? Ja. Eigentlich brauchen wir kein Essen machen, wenn wir uns hin reinlegen, ne? Dann läuft es auch so. Was können wir denn jetzt noch machen, dass wir weiterkommen? Licht, Treppe, Rampe, mehrere Wandteile. Gut, was machen wir? Das ist medizinische Sachen, ne? Gut, was machen wir da? Was brauchen wir da? Ein großer Container. Da müssen wir eine mittlere Essensmaschine machen. Ein Bluxes Bild. Das ist die Maschine. Da brauchen wir ein L-Section. Irgendwie von einem Konvoyeur. Oder Konvoy. Aber wo ist das Teil dann? Was ist das für ein Teil?
eine Geländer oder so. Was haben wir denn noch so? Das ist das auch alles nicht. Hier ist Cockpit 2x3. Da müssen wir für das müssen wir das Jack-Tool machen und dann sollten wir das mal machen. Dann können wir vielleicht mal irgendwie ein Auto bauen. Das wäre vielleicht die nächste Idee, dass wir besser durch die Gegend kommen. Ne? Dann machen wir das Jack-Tool, das können wir da hinlegen. Dann bauen wir eins. Und das machen wir draußen. Ne? Macht Sinn, oder? Hier so um die Ecke. Ja, hier können wir das hinbauen. Zack, da hingebaut. So, dann haben wir es. So, jetzt können wir das machen. Und wo ist jetzt bitte schön das Cockpit? Wo ist das hingegangen? Das nicht. Ich sehe es gar nicht. Ah, wo ist es geblieben? Komisch. Wo ist es dann? Da ist es immer noch. Okay. Build Jack Tool. Haben wir doch. Ah, klar. Wir müssen nicht nur diesen Blaupausen da hinsetzen, sondern wir müssen es auch bauen, ne? Dann geht's auch, ne? Das ist ja noch nicht gebaut. Gut, das geht nicht. Da fehlen uns die mechanischen Teile natürlich. Ja, dann müssen wir die erst haben. Im 3D-Drucker sind die. Oder? Hier sind keine. Nee. Ja, dann brauchen wir mehr Teile. Aber ich denke mal, das soll für die Folge erstmal reichen. Und danke fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Tschüss.